Bin ich wieder gut informiert heute. Das ist ja der Hammer. Neptunium-Brustplatte. Will halt so viel aus Neptunium haben, weil... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Sticks. Ach so. Ja. Wäre es nicht richtig? Ach so. Entschuldigung. Spiel. Schau mich nie wieder an. Perfekt. Ja, Mann. Algen. Ach, was können wir auch hier verbrennen? Oh, die kann man hier drin nicht verbrennen? Kann man die hier drin verbrennen? Auch nicht? Ja, dann kommen die Algen hier rein, ganz ehrlich. Ja. Ich muss gleich mal gucken, wie viel Neptunium ich generell noch habe. Nein, weil ich hier jetzt wieder meine Sachen hinstellen will. Ja. Ich hoffe, ich kann mir eine Rüstung zusammenbasteln damit. Ich habe die Schuhe. Und das war's. Recall Potion, Wormhole Potion. Okay. Rost Chestplate. Wow. Sonst haben wir aber ja nichts aus Neptunium oder so, ne? Winter's Torch. Unser Amethyst-Spitzhack ist hier drin. Warum auch immer. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf dem Kopf. Ja, ist klar. Oh, das will ich mal eben testen. Moment. Sieht ja Gott sei Dank überhaupt nicht bescheuert aus. Das ist die Brustplatte. Da. Ach, Hundi, was ist denn los? Mensch, was ist denn da los? So, die Schuhe? Die Brustplatte? Dann brauche ich jetzt noch Beinschutz und Helm. Natürlich. Euch 14 mal Neptunium. Ja, das könnte ja spannend werden. Was ist denn los, Hundi? Warte mal. Ja, ist gut. Ja. Ja, Hundi. Den können wir mal einen Namen geben, übrigens. So. So kommt man da drauf. Und ich habe ein bisschen getestet, weil er ist Stufe 20 mittlerweile. Ups. Emoschuss Falls. Hier, er steht auch wandernd. Ich habe ihn leider auf Wolfshund gelevelt. Ermöglicht es dir, einen Hund zu reiten. Mit jeder Stufe kann ein Hund höher springen, um auf deinen Hund zu schreiten. Ja, ja, ja. Kann das eigentlich noch leveln? Ja, das ist das Höchste. Schneller Heiler. Level 5 ist mein Hund immun gegen Feuer. Joa, Bruder, das nehme ich aber. Unser Hundi ist jetzt immun gegen Feuer. So. Wie nennen wir ihn denn mal? Der Hundi ist ja zu langweilig. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn nenne. Du kannst auch einstellen, dass er aggressiv ist. Dass der jeden Mob angreift, den ich angreife. Dass er einfach alles angreift. Dass er auf meinen Befehl wartet. Und dass er halt einfach nur fromm ist, also ganz lieb ist. Wo ist er denn jetzt? Da. Ach, das geht nicht, wenn man auf Wandern ist, ne? Doch, geht. Hundi! War cool mit Hundi. Oh.
Er hat ein bisschen Damage bekommen. Aber er regeneriert sich. Das ist gut. Achso, Neptunium. Ja. Ist nichts daraus drin, ne? Schade. Da können wir vielleicht mal in unsere Siedlung gehen. Ich finde das doof, dass du Neptuns Kopfgeld, dass du die Kisten nicht verwerten kannst. Oh, hier könnte nochmal was drin sein. Ja, oh, Hake. Nett. Tiled Farmland will stay moist. Die müssen wir uns auf jeden Fall behalten, ganz ehrlich. Nein! Ich wollte die Scheiße nicht aufnehmen. Wo ist es? Weg damit. Die Hake behalten wir uns, auch wenn ich sie gerne zerstören möchte jetzt. Wir gehen mal kurz hinten in unsere Siedlung. Hunde! Du bist männlich, ne? Oder? Erwachsen, männlich, okay. Du hast jetzt Spike. Spike? Spike! Übrigens, da oben steht auch, was er machen soll. W ist für Wandern. So steht für Wandern. Soll ich selbst erklären. Er kommt hier lustigerweise immer noch nicht raus. Oder traurigerweise, wie man es sehen will. Ich kann euch übrigens auch zeigen, ich habe mit der Create-Mod schon ein bisschen rumgespielt. Ich hoffe nur, dass die Chunks dahin erst gleich laden. Ja, die laden, okay. Ich habe mit der Create-Mod ein bisschen rumgespielt. Hi, Nate. Ja, hat sich nicht großartig viel geändert. Ich glaube sogar gar nichts. Aber ich habe im Creative Mode mit der Create Mode ein bisschen umgeführt. Das sieht so komisch aus, das jetzt hier wieder in grün zu sehen, ne? Hi, Ryan. Und übrigens, jetzt verschwindet das auch wieder im Sommer. So, ich wollte ja gucken, welche Season wir haben. Wir haben Mitte vom Frühling. Achso. Okay. So. Da. Ich hoffe einfach nur, dass die hier irgendwas aus Neptunium gefunden haben. Achso, nicht wundern, der Server könnte jetzt eventuell ein bisschen lecken. Weil wir jetzt hier wieder alles laden. Ich hoffe, die Chunks laden auch vernünftig. Ja, okay. Nora, was ist? Oh, Peacock? Weil. Feder. Ah, ja. Hm. Ja, nevermind. Ich war gerade kurz verwirrt, warum Nora jetzt Soldat ist, aber das ist ein neuer Bogenschütze. Das ist, ja. Freunde, habt ihr Neptunium für mich? Wie viel Holzkohle habt ihr bitte? Und. Was? Oh, bitte sei das leer. Schade. Lass mal eben auf. Vielleicht ist da ja doch irgendwas auf dem Neptunium drin. Natürlich nicht. Ich glaube, das habe ich schon mal kontrolliert, das Ding. Okay, das Ding ist wieder voll. Könnt ihr mal ein bisschen Ordnung halten hier? Ah, die Diamanten kann ich leider nicht. Ich würde sie gerne mitnehmen, aber die nehme ich jetzt nicht mit. Redstone-Erz. So viel Mais, ne? Könnt ihr das auch mal irgendwo verwerten? Frag für einen Freund. Hier wird auch nichts drin sein. Tag, Haltbarkeit, Flug des Verschwindens. Okay, ja. Die können wir uns auch mal ins Inventar ziehen. Die verschwinden ja, wenn man sie liest. Ja, wenig Hoffnung. Ja, ist wieder leer. Natürlich sind die wieder leer. So, die verschwinden ja. Null Pointer Exception, Aquaculture Messages in a Bottle cannot be null. Help, I'm trapped in a message in a bottle making factory. Achso. Genauso witzig wie, Hilfe, ich werde in einer Glückskeksfabrik festgehalten. Das ist, ja. Mega Brüller. Die nehme ich mir aber auch mal mit hier. Kann man die stacken?
Ah, schade, kann man nichts stacken. Okay. Nirgendwo hier Neptuns. Was ist das denn? Ja, Platin lasse ich euch mal, wo ich es gebrauchen könnte. Ja, ist egal. Ja, dann take to mark her. Die wird auch wieder leer sein, ne? Ich weiß gar nicht, warum ich reingucke. Ja, natürlich ist die wieder leer. Warum stackt ihr die Scheiße einfach nicht? So. Ein bisschen logische Lagerhaltung, hä? Poison Cloud, Enigma Resonator. Okay, ja, das können sie noch nicht verwenden. Das hier sollte eigentlich alles verwertet werden. Außer die Süßkartoffel. Wir haben hier so viel Mais. So viel Mais kann kein einziger Mensch essen. Eisenhelm. Irgendeiner wollte doch gerade einen Helm. Stiefel haben wir ja auch. Leuchtpilz. Ich werde wieder reingucken und wieder enttäuscht werden. Ja. Aber ist nicht schlimm. Ich stack die Scheiße nämlich jetzt einfach hier dann. Weg. Hier dann drin. Okay, da hatten wir geguckt. Hier hatten wir gerade auch geguckt. Ist hier irgendwas drin, was. Ach komm, hier, die können wir auch lesen. Habt da wieder Platz. Dass sie hier keine vernünftige Ordnung halten können, ne? Das ist echt extrem nervig. Geräten sollten eigentlich auch verballert werden hinten im Komposter. Kümmert sich auch kein Schwein drum. Neptuns Kopfgeld, das kann hier raus. Was ist das? Lied. Was war nochmal Lied? Blei, ne? Ja. Blei brauchen wir leider nicht. Was haben wir hier drin? Irgendwas, was ihr nicht braucht? Ja, leider nicht. Alter, wie viel gebratene Hühnchen habt ihr bitte? Ist hier irgendwas drin, was ihr nicht braucht? Goldene Axt, wieso? Wieso? Wer craftet hier goldene Äxte? Ich frag nicht. Hier hatte ich schon geguckt. Hier hatte ich aber, glaube ich, noch nicht geguckt, ne? Boah, wie viel? Nehmen wir auch mal mit, weil da gibt es immer Schätze raus. Tropenbaumsetzling, ja, ich frage nicht. Da frage ich auch aber nicht. Ich notiere euch das mal hier ein bisschen vor. So. Das können wir mitnehmen. Eine Box nehme ich euch auch mal ab. Amethyst nehme ich euch auch gerne ab. Aus Amethyst werden die hier sowieso nichts bauen. Weil sie das noch nicht können. Gold, Cornseed. Wieso habt ihr so viel Cornseed? Recycle for 5 Brass. Aha. Help, I'm trapped in a hand. This message has magical fates from your hand. Hey, over here, I think I see you. Whale burger, zweimal bread plus whale steak. Remember those? Irgendwelche Koordinaten. Haha, now you're littering. Aha, now you're littering. Aha. Richtiger Scherzkeks. Ja, ich leg mich jetzt einfach mal hin. Etwas nimmt Schaden. Oh. Hier drinne der Endermann? Nein? Okay. Der ist ein Endermann. Der Fanmade Endermann, der ist so nervig. Der ist original einfach nur nervig. Vollmasse das. Guck jetzt extra nicht hoch. Ich finde den so nervig, den Endermann. Kann ich hier sonst... Die ganzen Sättel, ne? Die ganzen Sättel her. Ciao, Endermann. Ich weiß, dass du links neben mir stehst. So Damage. Endermann ist tot. Warum haben die ganzen Sättel hier? Ja, schön, dass du hilfst. Wo ist er denn gestorben? Der Idiot. Ach, der ist am Wasser gestorben. Kann das sein? Ja, selbst schuld. Ich überlege gerade, die ganzen Sättel halt nicht mitnehmen, ne? Was habe ich bekommen? Redstone. Ach ja, Redstone kannten wir ja. Kennt unser Rezeptbuch ja nicht. Was haben wir bekommen? Treibholz, das ist ja nett. War hier Treibholz drinne? Nee. War hier Treibholz drinne? Könnt ihr einfach mal ein bisschen Ordnung halten? Oh, das ist ja nervig mit euch. Das ist echt nervig mit euch.
Und hört auf die ganze Zeit. Obwohl, das war ein Bug übrigens, ne? Das. Was? Wieso ist der entrindet? Ich glaube, da habe ich außerdem mal Rechtsklick drauf gemacht. War übrigens ein Bug. Und es gab einen Bug in meinen Colonies, dass immer wieder Tools angefragt wurden. Ist jetzt gefixt mit dem Update angeblich. Angeblich. Bin sehr gespannt. Ich glaub's nämlich nicht. Guten Tag, ich muss hier durch. Hat hier doch irgendwo Treibholz. Ich würde die Diamanten gerne mitnehmen, aber kann ich nicht bringen. Ihr habt so viel Korn. War doch irgendwo. Achso, das ist die Kiste wieder. Er hatte doch hier irgendwo Driftwood-Lock drinne. Problem ist, ich will's jetzt nicht. Da ist es doch. Ach, komm. Was habe ich bekommen? Oh, wow. Oh, wow. Ah, ne. Den Eimer. Kies. Ah, danke. Habe ich mir schon immer gewünscht. Moment. Oh, hier habe ich ja auch noch Müll drin. Warum habe ich die? Was? Wieso ist die benutzt? Warum? Also jetzt wirklich warum? Ich schmeiß meinen ganzen Müll hier rein. Den habe ich auch mitgenommen. Klar, warum nicht? Das brauche ich gerade auch nicht. Die auch nicht. Ah, auch nicht. So nicht. Ich nehme mal die ganzen Zettel. War das hier? Ja, hier sind ganze Zettel. Gott. Haltet mal Ordnung. Schlimmet euch. Ich nehme jetzt hier einfach alles mit, was ich, wo ich weiß, dass ich es irgendwo anders verwerten kann. Weißt du was? Hier. Das nehme ich jetzt auch stumpf einfach mit. Eine Leine. Die kann ich auch mitnehmen. Hier vorne war, glaube ich, auch noch eine drin. Ne? Entweder hier oder hier. Da ist noch eine Leine drin. Die kann man auch stacken. Dieses Micromanagement von der Stadt, ne? Das ist echt auf Dauer richtig nervig. Da noch irgendwo ein Sattel drin. Ich suche jetzt einfach nur einen Sattel. Oh, das ist Fleisch. Das kannst du alles in den Komposter schmeißen. Alles. Weil das braucht kein Mensch. Wir haben Honig. Ich weiß nicht wofür. Warum wir so viel davon haben. Eine Truthahnkeule. Ich weiß nicht, wer hier wieder einen Truthahn gekillt hat. Ist egal. Ich suche jetzt gerade einfach nur noch einen Sattel. Wir hier irgendwo noch einen Sattel haben. Weil hinten beim Stall werde ich jetzt eine Kiste aufstellen, wo ich die ganze Scheiße reinschmeiße. Bin ich da relativ schnell mit fertig. Das Leder nehme ich auch einfach mal mit. Naja, das Eisen lasse ich hier. Das lasse ich jetzt hier. Das sehe ich nicht. Das Eisen könnten die eventuell noch gebrauchen, deswegen. Danke. Links von meinem Sattel drinne. Auch kein Leder. Hier war sowieso nichts drin, das weiß ich. Jo, okay, das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Das sieht auch gut aus. Gut, dann gehen wir rüber. Ah, warte mal. Hier war doch irgendwo nur. Bienenstock. Wieso haben wir einen Bienenstock? Was? Die nehme ich auch noch mit. Weißt du was? Ich schmeiß jetzt. Die Hake schmeiß jetzt da rein. Hier war irgendwo eine Truhe drin. Ah, hier hinten. War das hier drin? Dann war es hier drin, oder? Ja, da ist eine Truhe drin. Perfekt. Und noch ein Heuball. Zum Feld. Ich weiß nicht, wer hier eine Schere gebraucht hat, aber schön, dass er sie wieder reingelegt hat. Und ach, muss er durch. Danke. Was brauchst du eigentlich? So, hier. Ist übrigens jetzt auf Deutsch. Ratsch überspringen. Stiefel. Ja, dann hol dir welche. Ist ja nicht so, dass wir nicht genug davon haben. Irgendwo, das ist Judith. Ich sprinte jetzt übrigens ganz bewusst nicht, weil ich habe nämlich Angst, dass er die Chunks hier nicht richtig lädt. Das hatte ich, nachdem ich mein Colonies geupdatet hatte, dann meinte der Server, nee, also die Chunks Update, die Chunk Updates kannst du selbst machen. Und es lief einfach gar nichts mehr ums Server. 288 Ticks bis jetzt wieder hinterher. Ja, nett. Richtig nett von dir. Weiß nicht warum.
Was? Wir versuchen es jetzt aber so oft, bis es klappt. Das ist ein Heuball, ne? Ja, Spiel ist okay. Oh, es wird Zeit, dass ich den Server endlich umziehe. Ich kann es aktuell leider nicht machen. Aus folgendem einfachen Grunde. Mir fehlt ein DP, ein HDMI auf Displayport-Kabel. Vom Styra-Kira starb durch den durch Mob. Oh, jetzt haben wir auch keinen Kompostierer mehr. Ach, komm schon. Nicht euer Ernst. Könnt ihr mal aufhören, ewig durch Mobs zu sterben? Geht doch einfach weg, wenn ihr die seht. Ich wollte dem Kompostierer gerade sagen, was er machen soll. Du kommst mal mit. Ich mache mich daran fest. Das ist ein Tor. Mache ich da nicht fest. Ich mache mich daran fest. Okay, die bewegen sich also, heißt der Server. Der geht halbwegs. Das ist schon mal gut. Puh. Ja, das... Ja, da müssen wir eben kurz zum Kompostierer hinten gehen. Der Kira, die leider verstorben ist. Ich weiß nicht, durch was für Mob. Anscheinend ist der noch da. Ich weiß auch nicht, wie die sterben kann, wenn hier überall Town Guards eigentlich rumspringen. Aber, ne, ist ja auch egal. Das heißt, der oder die, das Mob müsste noch hier sein. Oder auf dem Weg von zu Hause raus. Oh, er baut endlich Karotten an. Oh, wieso baust du die hier? Achso. Neues Kind lebt glücklich in deiner Kolonie. Das ist ja schön. Was? Die mache ich weg. Sieh zu, dass... Ich habe keinen Bock mehr auf Mais. Sieh zu. Es ist wieder ein Bogenschütze krepiert. Weil er wieder ersoffen ist. So, und jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier alles sagen, was er hier verballern kann. So, das wird jetzt sehr langweilig und dröge, kann ich euch jetzt schon sagen. Aber ja, ja. Im Barsch, den kannst du auch wegschmeißen. Kartoffeln kannst du auch wegschmeißen. Kartoffelsuppe kannst du auch wegschmeißen. Rohen Lachs kannst du auch wegschmeißen. Ground Pork werdet ihr nie haben. Es gibt Energy Drinks? Das. Geil. Und hey, Energy Drink. Klar, wusste ich. Alles aus dem Upgrade. Aquatic oder aus irgendeiner Mod, die mehr Fische hinzufügt, kann weg. Oh, ich muss niesen. Sofort fährt er. Himmel. Oh, Kakao. Okay, Kakao wusste ich. Das überrascht mich jetzt nicht. Landischer Hering kann weg. Nachos. Nett. Halbut kann weg. Schwarzbarsch kann weg. Weil die Sachen... Okay, das ist an. Weil die Sachen können wir sowieso... Es gibt Nutella. Okay. Ich meine, Haselnuss-Schokoladencreme. Okay, es heißt einfach nur Haselnuss-Schokolade. Schön, dass das aber... Karamellio? Achso. Ja, ich habe gerade Kamel gelesen. Oder mein Hirn hat aus Karamell Kamel gemacht. Deswegen war ich kurz so. Wer ist denn Kamele? Stimmt nicht mit euch. Bitten. Ja, die haben wir auch schon mal gemacht. Algen, weg damit. Cassava, keine Ahnung, weg damit. Sieht eklig aus. Enoki Mushroom.
Oh, das ist schon weg. Okay. Das ist auch ein Fisch. Das kann auch weg. Alles, was wir am Fische fangen, kann weg. Damit wir uns da mal verstanden haben. Verzauberter goldener Apfel. Oh. Wenn er einen findet, schmeißt er weg. Durian. Bulti kann auch weg. Eine Bachforelle kann auch weg. Korn kann auch weg. Nein, Korn kann leider nicht weg. Das ist das Problem. Hier ein Spinnenauge kann auch weg. Wenn das irgendeiner mal hier eine Spinne tötet. Haselnuss. Ah ja, Kaffee. Das ist ja wohl hier eine Unverschämtheit, dass da Kaffee drin steht. Schmeiß den Kaffee weg. Bitte. Regenbogenforelle kann auch weg. Verrottetes Fleisch, auch weg. Können wir nichts mit anfangen. Pollock, okay, ist schon drinne. Pfefferminz, gekochtes Würm. Das ist aber auch mal ganz interessant zu sehen, was man alles hier so herstellen kann, ne? Zuckerbrot. Tofu. Komm weg. Liebe Veganer draußen, nimmt's nicht persönlich. Ist nichts gegen euch und eure Entscheidung, fleischfrei sich zu ernähren. Ich find's gut. Ich persönlich könnte es nicht. Kann auch weg. Ja, nimm's nicht persönlich. Oder, ja, von mir aus nimm's persönlich. Schreibt Hate-Kommentare runter. Das kotzt euch aus, wenn ihr euch auskotzen wollt. Kotzt euch aus. Macht. Wenn ich euer Ventil dafür bin, dann gebt her. Es. Du heißt das braune Pilze als Fisch. Was ist das für... Was? Gummibärchen. Wir müssen uns immer noch Gummibärchen machen. Habe ich beim letzten... In der letzten Aufnahmesession schon gesagt. Deluxe Nachos. Ach, die sind... No. Bottle of Tears. 18 Uhr plus 2. Die werden wir eh nicht haben. Thunfisch kann weg. Brokkoli. Wer braucht denn bitte... Damit's... Ach, das sind nur Brokkolisamen. Okay, dann so ein kleiner Brokkoli. Milchbrötchen. Entfernt Tranke. Das ist von Mine Colonies. Oh, okay. Ja, das wäre von Pam's Harvestcraft. Guck, Pike. Okay, das haben wir schon raus. Achso, nein, Artischocke nicht, sondern das Tambaqui. Basics Fish Sandwich. Ja, das könnte ich eigentlich auch dazu steuern. Hier. Das kann auch weg. Schwarzfisch, weg. Alles, was wir am Fisch fangen können, kommt hier rein. Das ist mir so egal. Weg damit. Bratner Kabeljau. Ja, so viel haben wir nicht, deswegen. Fisch Jerky. Interessant. Spiegelei. Ich weiß, es gibt wirklich Spannenderes als das, was ich gerade mache. Aber muss mal gemacht werden. Was ist das? Achso. Piranha. Ah, okay. Piranhas haben wir schon eingestellt gehabt. Ich glaube, beim letzten Mal sind wir einfach nur schnell durchgegangen, ne? Damit nicht allzu lange dauert. Aber da wir immer das Problem haben, dass irgendwelche Dünger braucht und ich da so langsam keinen Nerv mehr drauf habe. Kochte Froschschenkel. Na, ist egal. Da ich da langsam keinen Nerv mehr drauf habe, ein Wels kann auch weg. Machen wir das jetzt eben schnell. Chicken Jerky. Kugelfisch. Weg damit. Brezel. Nett. Chicken Nugget. It's Chicken Nugget. So, Boiled Blue, Pickled, ja, Wheat, ja, 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 Tropenfisch, ja, hier, weg damit. Brauchen wir alles nicht. Zack, ist da wäre das Video nicht mehr werbefreundlich wegen dem Wort. Das kann weg. Karpfen kann weg, braucht kein Mensch. So, gebratener Lachs kann auch weg. Oh, das war's.
Sehr dank. Ich wollte aber noch Brokkoli suchen. Oh ja. Super, wie ich Brokkoli schreibe. So. Aber der Verwalten. Büchereibesucher? Was? Was? Ach so. Ja. Dann haben wir hier. Was ist mit dir los? In den Kopf geschissen. Alter, hast du irgendwie ein Rad ab? Hi, Ethan. Alter, kann doch nicht hier einfach so... Ah, da ist die Daniela. Hi. Fängst jetzt an, ne? Hast du irgendwelche Anfragen? Oh, warte mal. Was haben wir denn alles? 11 davon, 8 davon, 6 davon, 3 davon, 3 davon, 64 mal verrottetes Fleisch. Ja, nett. Schätzelein. Ich habe gesagt, eigentlich nicht, ne? Aber... Da ich keinen Bock mehr auf das Korn habe. Kannst mal im Stehen bleiben. Ich habe hier so ein bisschen Korn da drin. Da kannst du alles reinkloppen. Klopp rein. Au, weg den Riss. Ja, macht sie. Hi. Oh, wir haben jetzt 2 davon. Oh, das ist cool. Ja, ja doch, du bist ganz gut. Du bist eine Nette. Ah. Wieso hast du Pfeile hier drin? Ich hätte es auch hier reinschmeißen können. Wieso hast du Pfeile da drin? Hi. Bachforelle, 45 Blue Jill. Oh, Junge, Junge, Junge. Ich muss mal sagen, sie hat erstmal genug zu tun. Das Problem ist, der John. Der wird irgendwann wieder rumschreien. Oh, ich glaube, wir haben wieder Lex. Was heißt? Ja, wir hatten eben, oder? Ja, hatten wir nicht, okay. Wir werden irgendwann wieder das Problem haben. Hi. Alter, was ist mit dir? Francis, hier ist keiner mehr, du Spacken. Ich hätte mich jetzt auch nicht angegriffen an deiner Stelle. Nate, hi. Die Tür zu. Was ist mit ihm? Willst du auch mal was tun oder hast du gerade eher so keinen Bock? Hä? Kein Bock, ne? Ah, war klar. Das ist toll. Du hast keine offenen Anfragen? Haben sie hier schon alles gebracht? Was? Dann mache ich das hier so. So, nein, ich mach das hier rein, weil dann weiß er nämlich auch, wo sie es suchen muss. Was machst du? Wo geht sie hin? Ach, es ist 18 Uhr. Oh, ja, ist eine gute Idee. Hi. Wir mal gucken, ob Haley uns was zu essen gibt, wenn sie noch hier drin ist. Ah, die... Hoppala, ist auch schon im Bett. Dann setzen wir uns hier mal hin. Okay. Keine weiteren Fragen. Legen wir uns mal eben hier hin. Und in der nächsten Folge gucken wir uns dann hinten die Windmühle an.